Herzlich willkommen und einen schönen guten Abend in die Runde zum heutigen Webinar zum Ermessen und zur Verhältnismäßigkeit in der Klausur. Ich greife damit ein Thema auf, was Sie sich im letzten Webinar gewünscht haben, und zwar die ganz praktische Umsetzung dieser Fragen zum Ermessen zur Verhältnismäßigkeit in eine Klausurlösung. Für den Praktiker als Richter oder als Rechtsanwalt ist Ermessen eigentlich ein Geschenk? Denn wenn man auf Fehlersuche geht, was die Behörde so falsch gemacht haben könnte, braucht man ja eigentlich nur einen einzigen Ermessensfehler. Also man kann eigentlich hinten anfangen und sich bei der Rechtsfolge die Frage stellen, was ist denn falsch gelaufen? Ja, und dann heißt es also nochmal von vorne, für die Behörde zumindest. Für Sie im Examen ist das natürlich etwas anders. Sie müssen meistens Gutachten schreiben, also eigentlich immer. Und dann müssen Sie sowieso alles durchprüfen. Vor allem müssen Sie den ganzen Weg dorthin erst einmal durchprüfen, von der gesamten Normstruktur bis zur Rechtsfolge zum Ermessen. Und Ermessen, Verhältnismäßigkeit, das fließt oft ineinander. Und in der Klausur ist es für den Korrektor halt auch oft der Befund, dass das nicht wirklich trennscharf auseinandergehalten wird. Ich greife es einmal auf, was Sie das letzte Mal für Anregungen hatten, und erzähle mal ein bisschen was abstrakt zu den Sachen, die ich mir als Korrektor im Staatsexamen oder in einer mündlichen Prüfung dazu wünsche. Sie sind herzlich eingeladen, die Fragen zu stellen, die Ihnen auf der Seele brennen. Der Chat steht zu Ihrer Verfügung. Entweder schreiben Sie es in den öffentlichen Chat oder in den privaten. Gerne können Sie sich auch freischalten und hier etwas sagen. Zunächst einmal, ich klicke ein paar Sachen durch, die ich Ihnen einmal zeigen wollte zu den normativen Grundlagen. Denn das Leichteste ist ja bei Jura immer, man nimmt sich die Norm. Wenn es drin steht, muss man nicht so viel auswendig lernen. Also der erste Punkt ist ja, das werden Sie alle kennen, Paragraph 40 VWVFG oder in anderen Fachgesetzen findet man ähnliche Regelungen. Ist die Behörde ermächtigt, nach ihrem Ermessen zu handeln, hat sie ihr Ermessen entsprechend dem Zweck der Ermächtigung auszuüben und die gesetzlichen Grenzen des Ermessens einzuhalten. Ja, das ist noch relativ nichtssagend. Vor allem ist das keine besonders gute Anleitung für eine Prüfung. Denn gerade Paragraph 40 VWVFG zielt ja auch auf die Zweckmäßigkeit des Handelns ab. Und die Zweckmäßigkeit überprüfen Sie in der Klausur selten und als Gericht eigentlich gar nicht. Also jetzt der Dreh zu dem, was im Examen relevant ist. Und das ist ja Paragraph 114 Satz 1 VBGO. Das ist die Norm, die eigentlich die entscheidende ist für die verwaltungsgerichtliche Prüfung und auch so oft im Examen, da Sie ja meistens Gutachten zu schreiben haben im öffentlichen Recht zu den Erfolgsaussichten einer gerichtlichen Klage oder eines gerichtlichen Eilantrages vor dem Verwaltungsgericht. Paragraph 114 Satz 1 VBGO bestimmt die Prüfung im Bereich der Ermessensnormen, wird allerdings seltenst angesprochen. Das ist schon sehr schade, dass einem diese Norm durch den Lappen geht. Und vor allem ist das die Norm, die Ihnen eigentlich weiterhilft, weil sie genau das sagt, was Sie dort prüfen müssen. Also schauen wir es uns einmal an. Paragraph 114 Satz 1 VBGO. Sobald die Verwaltungsbehörde ermächtigt ist, nach ihrem Ermessen zu handeln, prüft das Gericht auch, ob der Verwaltungsakt oder die Ablehnung oder Unterlassung des Verwaltungsakts rechtswidrig ist, weil die gesetzlichen Grenzen des Ermessens überschritten sind oder von dem Ermessen an dem Zweck der Ermächtigung nicht entsprechenden Weise Gebrauch gemacht ist. Man kann sich diesen Satz zerlegen und dann bringt er genau das, was wir jetzt für die Prüfung brauchen, nämlich drei Punkte der Ermessensfehlerlehre. Der erste ist der erste Teil des Satzes. Soweit die Verwaltungsbehörde ermächtigt ist, nach ihrem Ermessen zu handeln, prüft das Gericht auch, ob der VA oder die Ablehnung und Unterlassung rechtswidrig ist. Und das zielt auf den sogenannten Ermessensausfall. Denn es steht drin in diesem ersten Teilsatz, soweit die Behörde ermächtigt ist, nach ihrem Ermessen zu handeln. Das bedeutet also auch, dass die Behörde erkennen muss, dass ihr überhaupt Ermessen zusteht. Wenn nicht, ist es der Ermessensausfall. Und Sie werden sehen, genauso geht das dann weiter mit dieser Norm. Weil die gesetzlichen Grenzen des Ermessens überschritten sind. Das ist die Ermessensüberschreitung. Und drittens, von dem Ermessen an dem Zweck der Ermächtigung nicht entsprechende Weise Gebrauch gemacht ist. Also Ermessensausfall, Überschreitung und Fehlgebrauch. Es gibt jetzt, das werden Sie in Literatur finden oder in Kommentaren, natürlich unterschiedlichste andere Bezeichnungen für diese Ermessensfehler. Da kann man ja verschiedenste andere Begriffe bilden. Es gibt auch welche, die bilden vier Gruppen. Unterteilen noch einzelne Dinge. Das ist alles möglich. Ja. Mein Rat wäre allerdings, diese drei zu nehmen, denn die finden hinreichenden Ansatzpunkt in dem 114 Satz 1 VWGO. Hat den Vorteil, Sie müssen sich eigentlich nichts auswendig merken.
So viel zu den Normen. Ja. Die legen Sie zugrunde für Ihre Prüfung und Sie zitieren sie auch. Ja. Das ist immer sehr empfehlenswert im Examen. Denn dann hat man als Korrektor einen Ansatzpunkt, um Ihnen da auch ein paar Punkte für zu geben. Jetzt gucken wir uns mal einen praktischen Fall an. Und zwar die Behörde B will das komplett illegale Wochenendhaus des W abreißen. Und das gilt es jetzt zu prüfen im Rahmen einer Klage eines Eilantrages. Dieser Zusatz ist jetzt wichtig, weil sonst der § 114 VWGO nicht greift. Ja? Das ist ja ein Ermessensfehler-Norm, die sich an das Gericht richtet, ne? Also die Prüfungskompetenz des Gerichts eröffnet. Wir schauen uns die Gliederung an, einmal einen kompletten Überblick, damit das völlig geläufig ist. Nämlich Ermächtigungsgrundlage ist jetzt hier für Nordrhein-Westfalen, § 82 Absatz 1 Satz 1 Bauordnung. Und wir haben die formelle materielle Rechtmäßigkeit. Soweit nichts Neues. Und dann haben wir noch die Tatbestandsvoraussetzung der Ermächtigungsgrundlage. Wenn wir das Baurecht mal nehmen, ich korrigiere gerade wieder eine Klausur und deswegen ist es wieder so anders, mal dazu was zu sagen, dass man die Tatbestandsvoraussetzung einer Ermächtigungsgrundlage ernst nimmt, gerade diejenigen, die so oft vorkommen, wie zum Beispiel 82 Bauordnung. Und da steht etwas drin von Errichtung einer baulichen Anlage und ein Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften. Das sind die Tatbestandsmerkmale, unter die subsumiert werden muss. Dann kommt noch die Verantwortlichkeit dazu. Das ist ja gar nicht Thema des heutigen Webinars, sondern das jetzt hier. Und zwar kommen wir dann zur Rechtsfolge, bei der Sie sich zunächst halt die Frage stellen müssen, was für eine Rechtsfolge habe ich denn überhaupt? Das ist halt eine Vorfrage, denn wenn es eine gebundene Entscheidung ist, also wenn das Normprogramm für die Behörde vorgegeben ist, ja, haben wir ein illegales Wochenendhaus, ist es abzureißen, dann sind Sie mit der Prüfung nahezu am Ende, würde ich sagen. Nahezu sage ich deswegen, weil auch gebundene Entscheidungen verhältnismäßig sein müssen. Das verliert man nicht mehr aus dem Blick. Aber in der Grundkonstellation jetzt gebundene Entscheidung oder Ermessensentscheidung. Ob es ermessen ist, das erkennt man relativ schnell. Ne? Ob da steht, die Behörde darf oder sie kann oder soll. Dann sind wir im Rahmen einer Ermessensentscheidung. Welche Art die auch immer ist. Ja? Es gibt ja intendierte Ermessensentscheidungen, die laufen dann ein bisschen anders. Aber auf diese Sondersachen wollen wir gar nicht eingehen an dieser Stelle, sondern uns jetzt hier die Frage stellen, wie prüfen wir denn jetzt diese Rechtsfolge, wenn wir erkannt haben, wir sind im Ermessen. Darauf zielten ja Ihre ganzen Fragen im letzten Webinar. Wie baue ich das jetzt auf? Und jetzt ganz stur nach der Normstruktur. Wir starten mit dem Ermessensausfall. Also die Frage, ob die Behörde überhaupt erkannt hat, dass ihr Ermessen zusteht. Das ist eine Frage der Auslegung des Sachverhalts. Da müssten Sie halt genau schauen, ob die Behörde zu erkennen gegeben hat, dass sie gemerkt hat, sie muss nicht abreißen, ja, sondern sie kann es. Da gibt es verschiedenste Wendungen, wie zum Beispiel, dass die Behörde in dem Bescheid ausführt, nach Abwägung aller Umstände. Das ist ein Hinweis darauf, dass die Behörde erkannt hat, dass es um Ermessen geht. Oder sie erwähnt es ausdrücklich, ne, im Rahmen eines pflichtgemäßen Ermessens. Eine Frage im Chat kommt, spricht man bei § 82 Bauordnung nicht auch von formeller und materieller Illegalität im Rahmen der materiellen Prüfung? Ich gehe einmal ganz kurz zurück, das ist wahrscheinlich interessiert das sehr im Baurecht. Ne? Das ist etwas, was man natürlich sehr viel hört, diese formelle materielle Illegalität, das finden Sie auch in ganz, ganz vielen Skripten. Ne? Das Problem ist ja nur, dass wir im Examen von Ihnen wollen, dass Sie unter einer Norm subsumieren, unter die dortigen Tatbestandsvoraussetzungen. Und wenn Sie in § 82 Absatz 1 Bauordnung schauen, finden Sie formelle und materielle Illegalität dort nicht. Ja? Steht da nicht. Das ist ein Unterpunkt zu dem Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften. Ja, das Vorhaben kann gegen Normen verstoßen, die eine formelle Illegalität begründen, zum Beispiel die Genehmigungspflichtigkeit. Oder es kann gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften verstoßen, die eine materielle Illegalität zur Folge haben, zum Beispiel ein Verstoß gegen die Standsicherheitsvorschriften. Ja, das kann man also in der Klausur dann auch so nennen. Also man kann sagen, das Vorhaben könnte gegen § 60 Bauordnung verstoßen, wonach das Vorhaben einer Genehmigung bedarf. Aber Sie können nicht schreiben, erste Voraussetzung ist die formelle Illegalität. Ja, das steht halt einfach nicht in der Ermächtigungsgrundlage drin. Und die große Problematik, ob denn ein Vorhaben formell und materiell illegal sein muss, bevor ich abreißen darf. Das ist keine Tatbestandsfrage,
auch hier gilt, das steht da nicht, sondern es ist eine Ermessensfrage. Ja, eine Frage im Rahmen des Ermessens, ist es denn in Ordnung, vertretbar, dass man ein Vorhaben abreißt, obwohl es nur formell illegal ist? Ja, das können wir vielleicht bei Gelegenheit hier nochmal ansprechen, weil wir jetzt nämlich bei den Fragen sind, der Ermessensfehlerlehre. Der erste Punkt war jetzt Ermessensausfall. Also die Behörde hat es gar nicht gesehen, dass die Norm Ermessen einräumt. Und in einem zweiten Schritt sind wir beim Ermessensfehlgebrauch. Ja, Ermessensfehlgebrauch bedeutet im Kern, dass die Behörde Erwägungen einstellt in ihre Prüfung, die dort gar nicht hingehören. Ein Beispiel wäre, die Behörde stützt ihre Entscheidung auch darauf, dass das Haus, was sie abreißen möchte, so hässlich rot ist. Dann würde man sagen, ja, das ist ein Ermessensfehlgebrauch. Das ist nämlich eine Überlegung, die da nun gar nichts zu suchen hat. Es gibt Examensklausuren aus dem Bereich, zum Beispiel im Straßen- und Wegerecht, dass jemand einen Weihnachtsmarkt abhalten möchte und es droht die Gefahr, dass jemand vielleicht dort einen Anschlag verübt. Ja, und zwar mit einem Auto in diesen Weihnachtsmarkt rast. Und jetzt sagt die Behörde, ja, deswegen untersagen wir das. Und wir machen hier ganz große Auflagen, straßenrechtliche Auflagen, damit da niemand reinfahren kann in den Markt. Da stellt sich auch die Frage, ist das denn die Intention des Straßenrechts, ja, dass solche Anschläge verhindert werden? Wird das wohl nicht sein. Da geht es um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, aber nicht um Angriffe auf Rechtsgüter durch vorsätzliche Straftaten. Also das sind so einzelne Beispiele für Ermessensfehlgebrauch. Da finden Sie erfahrungsgemäß im Examen nicht so viel. Es kommt vor, aber es ist nicht so häufig. Interessanter wird eigentlich das hier, nämlich die Ermessensüberschreitung, nämlich die Frage, hat die Behörde die Grenzen ihres Ermessens überschritten? Und dazu zählen Fehler wie zum Beispiel die Verhältnismäßigkeit. Ja? Es kommt eine Zwischenfrage. Wieso prüft man den Fehlgebrauch vor der Überschreitung? In § 114 wird ja zuerst die Überschreitung genannt. Dann haben Sie recht, das wird dort genannt. Ich habe es umgedreht, weil es so ein bisschen der Üblichkeit entspricht, weil die Probleme im Examen meistens bei der Ermessensüberschreitung liegen, ja, bei der Verhältnismäßigkeit. Und das führt dann dazu, wenn man sich damit befasst, dass man die Sachen davor übersieht. Ja? Deswegen würde ich sagen, man hat es abgehakt. Sie können das auch hinterher machen, wenn Sie noch dran denken. Ja? Können wir uns darauf verstehen, Hauptsache es ist alles da. Denn die übliche Lösung, die man im Examen ja präsentiert bekommt von den Kandidaten, ist ja diejenige, wo gesagt wird, die Entscheidung müsste ermessensgerecht sein. Das ist sie dann, wenn sie verhältnismäßig ist. Das verkürzt die Ermessensprüfung halt. Und diesen Dreischritt würde ich immer beibehalten. Deswegen habe ich den Fehlgebrauch jetzt vorgezogen, damit er auf keinen Fall untergeht. Ja? Das war der einzige Grund. So, jetzt kommen wir zu der Überschreitung der Verhältnismäßigkeit. Und dann sind Sie auf sicherem Terrain, und zwar mit dem legitimen Ziel. Ich denke, das muss ich nicht weiter erläutern, wie man die Verhältnismäßigkeit prüft. Dann die Frage der Eignung, der Erforderlichkeit, also gibt es ein milderes, gleich effektives Mittel und die Angemessenheit. Aber wohlgemerkt, und das ist vielleicht auch klar durch diese Gliederung, dass die Verhältnismäßigkeit ein Aspekt der Ermessensprüfung ist, aber die Verhältnismäßigkeit ist nicht das Ermessen. Ja, das ist auch nicht nur das, was da geprüft wird, sondern es sind mehrere Unterpunkte. Und wenn Sie das schon machen, da haben Sie sich schon mal ein bisschen abgehoben von den meisten Bearbeitungen, weil das selten gesehen wird. So, und jetzt kommt eigentlich das, was im Examen, wo man sagt, ja, bislang klappt das meistens, dass man so diese vier Schritte im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung gesehen hat. Und jetzt kommt die Angemessenheitsprüfung. Ja? Und da kommt jetzt schon wieder dieses, was auch angefragt wurde im letzten Webinar, diese doppelte Verhältnismäßigkeitsprüfung. Ja? Da habe ich erst so wenig mit anfangen können, weil ich eigentlich nie was doppelt prüfe. Aber mir ist klar, wo das hinlaufen kann. Und ich glaube, das ist dieser Punkt. Und zwar ist es dieser Punkt, dass man nämlich bei der Angemessenheitsprüfung, wenn man die schön aufbauen möchte, ja, sich unterschiedliche Rechtspositionen
vornehmen muss, und zwar die Rechtsposition auf Seiten des Betroffenen, dessen Haus abgerissen werden soll, und die Rechtsposition auf der Seite der Behörde, also das öffentliche Interesse. Ja. Und das ist etwas, wenn Sie sich das alleine von der Struktur her klar machen, was gleich die Qualität Ihrer Arbeit anheben wird, wenn Sie nämlich erkennen, dass Rechtspositionen gegenüberstehen, die man abwägt, ja? Dass man dann Argumente findet, die man für die eine Seite nehmen kann und für die andere Seite und hinterher einer Rechtsposition den Vorrang einräumt. Das ist dann so ein bisschen was anderes, als wenn man so einmal sagt, ja, die Maßnahme müsste auch angemessen sein, dafür spricht, dass der A in seinem Haus wohnen möchte, ne? Oder irgendwie so etwas. Das ist dann halt so fern von juristischen Erwägungen, von normativen Grundlagen. Und jetzt greife ich das auf, was im Chat kommt als Frage. Insbesondere die Einleitung der Angemessenheitsprüfung erscheint schwierig. Wie formuliert man das? Ja, zunächst einmal mit der Einleitung, die Maßnahme der Behörde müsste angemessen sein. Das ist schon mal der grundlegende Einstieg. Ja? Und Angemessenheit läuft letztlich auf eine Abwägung von konkurrierenden Rechtspositionen hinaus. Also, die Maßnahme müsste angemessen sein. Auf Seiten des W spricht seine Eigentumsfreiheit. Ja? Das ist die eine Seite, und auf der anderen Seite sprechen andere Erwägungen. Dazu kommen wir gleich, denn das kann man jetzt auch weiter strukturieren, dass man sich zunächst einmal Zeit nimmt für die Rechtsposition, die hier für den W spricht, habe ich den W genannt, offensichtlich, ja. Und dass man dann wirklich sich die Struktur der Prüfung vornimmt und reinschaut, ja, ist das denn überhaupt grundrechtlich geschützt? Ja, das ist jetzt beim Abriss eines Hauses, was im Eigentum des W steht, nicht besonders schwierig. Ja? Das ist dann Artikel 14 Absatz 1 Grundgesetz. Aber es schadet nichts, dass man auch da an dieser Stelle die grundrechtlichen Positionen mal korrekt benennt. Also was ist denn überhaupt Eigentum im verfassungsrechtlichen Sinn? Das geht dann meistens auch ganz schnell. Ne? Dann steht dann im Sachverhalt, A ist W ist Eigentümer des Grundstücks. Und dann wird geschrieben im Schutzbereich, ja, er ist ja Eigentümer. Ja, was ist denn Eigentum im verfassungsrechtlichen Sinn? Ja. Auch nicht ganz unser Thema, aber Sie wissen das ja, wie man das alles prüft. Und dass sich um einen Eingriff handelt, liegt auch auf der Hand, wenn ich eine solche Abrissverfügung erlasse, sodass Sie sich im Rahmen der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung mit der Frage stellen können, kann ich denn überhaupt eingreifen in Artikel 14 Absatz 1 Grundgesetz? Und lässt sich das dann durch ein solches Baurecht rechtfertigen. Ja, das funktioniert, das sind die Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Eigentums. Das ist im Baurecht durchaus da gar nicht so schwer. Einen kleinen anderen Fall, es gibt teilweise Untersagungsverfügungen, die werden auch aufs Baurecht gestützt, bei den Minarettfällen. Ja, da haben Sie dann einen eingetragenen Verein, der sich auf die Religionsfreiheit beruft. Und der jede behördliche Einmischung oder eine Abrissverfügung am Grundrecht des Artikel 4 Absatz 1 und Absatz 2 Grundgesetz misst. Und dann sehen Sie das, wenn Sie das so aufbauen bei der Angemessenheitsprüfung, dann haben Sie dann als Rechtsposition auf Seiten dieses Vereins, meinetwegen Artikel 4 Absatz 1 und Absatz 2 Grundgesetz. Und dann schreiben Sie auch nicht nur hin, ja, die Religionsfreiheit streitet für ihn, sondern Sie stellen sich zunächst die Frage, ja, ist der Schutzbereich eröffnet? Handelt es sich um Religionsausübung? Und kann sich der Verein darauf berufen, als juristische Person? Ja, ist das ein Eingriff in die Religionsfreiheit? Und im Rahmen der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung müssen Sie erkennen, dass Artikel 4 Absatz 1 und Absatz 2 Grundgesetz überhaupt über gar keinen Schrankenbereich verfügt, über keinen geschriebenen. Ne? Dann kommen Sie dann zu der Problematik der verfassungsimmanenten Schranken und können auf dieser Grundlage dann weiterprüfen. Ja, also merken Sie, wo ich Sie versuche hinzubekommen, dass Sie das zerlegen nochmal, ja? Dass die Angemessenheit nicht so ein allgemeines Hin- und Hergewäge ist, was man so oftmals in den Klausuren liest und was Sie auch so die Empfindung haben, ne? Dass das im öffentlichen Recht so wäre, sondern dass Sie das möglichst kleinteilig zerlegen und sich wirklich die Frage stellen, welche Rechtspositionen stehen auf der einen Seite und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, was ist das öffentliche Interesse auf Seiten der Behörde. Das kann unterschiedliches sein. Wenn man hier ein formell materiell illegales Gebäude hat, kann man zum Beispiel sagen, ja, es ist die Gefahr der Entstehung einer Splittersiedlung, der Verstoß gegen das objektive Baurecht, Nachahmungseffekte, was auch immer der Fall hergibt. Ja?
Das ist das, was Sie dann hin aufschreiben können, benennen als Position, die die Behörde zu vertreten hat. Ja, und dann wägen Sie ab. Wägen Sie hin, wägen Sie her. Und da wird jetzt zum Beispiel, um das nochmal aufzugreifen, was eben im Chat schon kam, die Frage zu klären sein, reicht es denn aus, das öffentliche Interesse im Vorrang zu geben, wenn es allein das öffentliche Interesse darin besteht, dass eine Baugenehmigung nicht eingeholt wurde? Also ist das Stichwort der sogenannten formellen Illegalität. Reicht das denn aus? Denn wir haben als Rechtsposition auf Seiten des W Artikel 14 Absatz 1 Grundgesetz und eine Substanzvernichtung bei der Abrissverfügung. Ja, also man kann es ganz konkret fassen. Also es wird Eigentumsposition werden vernichtet und auf Seiten der Behörde ist das Interesse die Wahrung des formellen Genehmigungserfordernisses. Ja, klingt nicht so ganz überzeugend bei einer Substanzvernichtung, dass man das gleich so hochhängt, grundsätzlich zumindest nicht. Das Ganze wird dann einfacher, wenn man auch zum Ergebnis gekommen ist, um ein Gutachten, ja, das Ding ist auch materiell illegal. Und damit steht auf Seiten der Behörde auch das materielle Interesse an der Wahrung des Baurechts. Ja, dann kann auch eine Substanzvernichtung gerechtfertigt sein. Also kann, muss auch nicht. Ja? Das ist auch nicht zwingend. Deswegen ist dieser Satz, den man so gerne in den Klausuren, gerne lese ich den überhaupt nicht, aber den man oft liest, eine Abrissverfügung ist dann gerechtfertigt, wenn das formell und materiell illegal ist, das stimmt so nicht. Ja? Also es gibt auch Abrissverfügungen, die sind korrekt, auch wenn das Vorhaben nur formell illegal ist. Ja, das kann auch der Fall sein. Und wenn Sie dafür ein Beispiel wollen, jemand weigert sich, einen Bauantrag zu stellen, ja, dann haben Sie ein formell illegales Vorhaben. Das wissen Sie, es steht fest und es wird niemals legal werden, weil sich jemand weigert, einen Bauantrag zu stellen. Dann wird Ihnen als Behörde, als Ultima Ratio nichts anderes übrig bleiben, als das Ding abreißen zu lassen. Ja, auf der anderen Seite, selbst wenn es formell und materiell illegal ist, aber es gleichwohl länger geduldet worden ist oder hinzunehmen ist, können Sie so etwas auch stehen lassen, müssen es nicht abreißen. Ja, ich hoffe, ich habe Ihnen das schon einmal näher bringen können in der Struktur der Ermessensprüfung, sodass Sie jetzt eigentlich hier ein Ergebnis haben und wissen, das Ermessen ist überschritten worden oder es ist fehlgebraucht worden. Was jetzt noch dazu kommt, und das darf man nicht übersehen, ist der Paragraph 114 Satz 2 VWGO. Die Behörde darf Ermessenserwägungen ergänzen. Und zwar auch noch vor Gericht, dann darf sie das nachholen. Ja, also sie kann bezogen auf B und C, nämlich auf den Ermessensfehlgebrauch und auf die Ermessensüberschreitung, das nachschieben, was ihre Entscheidung noch stützen würde, also auch neue Erwägungen. A ist nicht erfasst, der Ermessensausfall. Das ergibt sich aus einer Wortlautauslegung des Ganzen. Ich kann nur etwas ergänzen, was ich bereits angestellt habe. Wenn ich keine Ermessenserwägungen angestellt habe, kann ich auch nichts ergänzen. Dann scheidet die Anwendungsparagraf 114 Satz 2 VWGO aus. Die meisten Anwendungsfälle zum 114 Satz 2 findet man zum Ermessensfehlgebrauch. Das heißt, die Behörde stellt Erwägungen ein, die sie so nicht hätte einstellen dürfen. Das merkt sie irgendwann und sagt im Prozess, jo, das war jetzt nicht so doll, aber ich habe noch folgende Erwägung und die trägt meine Entscheidung. Ja, dann ist das zulässig. Das war so diese Grundkonstellation. Ich hoffe, ich habe schon ein bisschen Struktur reinbringen können. Sie würden mich ja unterbrechen, wenn Sie im Chat was reinschreiben dazu. Ansonsten komme ich mal zu einer kleinen Steigerung der Schwierigkeit und vielleicht ist es auch das, was Sie mit der doppelten Prüfung gemeint haben, der doppelten Verhältnismäßigkeitsprüfung. Das Wochenendhaus droht auch noch auf das Nachbargrundstück zu stürzen. Ja, und wir gucken uns nur noch mal die Rechtsfolge an. Also wieder geht eine Beseitigungsverfügung und zwar haben wir wieder die Ermessensprüfung. Die Behörde muss erkennen, dass ihr Ermessen zusteht. Sie muss die Erwägungen einstellen, die baurechtlich tragfähig sind. Und bei der Verhältnismäßigkeit stellt sie wiederum die Grundfrage nach dem legitimen Ziel der eigenen Erforderlichkeit und der Angemessenheit. Das ist so wie eben, ja. Da gibt es jetzt nichts Neues.
Interessanter wird jetzt das hier, nämlich die Rechtsposition auf Seiten des W, das ist halt auch wie oben, aber hier, ne, das öffentliche Interesse ist auf einmal ein grundrechtliches. Ja. Das ist Artikel 14 Absatz 1 Grundgesetz des Nachbarn oder meinetwegen auch Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz des Nachbarn, wenn die Besorgnis besteht, dass ja auch noch eine Gesundheit beschädigt werden könnte durch das stürzende Wochenendhaus. Und jetzt sehen Sie das, was Sie in der grundrechtlichen Vorlesung schon immer gehört haben. Jetzt geht es langsam um praktische Konkordanz. Ja? Das heißt, hier habe ich widerstreitende Grundrechtspositionen, die man zu einem Ausgleich bringen muss. Und das funktioniert in der Struktur genauso, sofern Sie sich immer die Ruhe nehmen, auch in der Klausur zu sagen, was prüfen Sie gerade? Wo sind Sie gerade? Das scheint jetzt leicht zu sein. Artikel 14 ist ein, Artikel 14 ist anderen. Aber immer ganz vorsichtig, gucken Sie drauf, kann sich der Nachbar auf das Eigentumsgrundrecht berufen? Ja? Ist der Eigentümer zum Beispiel? Der Nachbar kann ja auch Mieter sein. Ja, und dann, wenn Sie sagen, wir haben zwei Grundrechtspositionen, versuchen Sie diese beiden wegen einer Abwägung zu einem Ausgleich zu bringen. Ne? Und was man auch erkennen muss, ist, dass das öffentliche Interesse hier auf Seiten der Behörde ein grundrechtliches ist. Ja, die Behörde muss ja in ihrer Entscheidung über die mittelbare Wirkung der Grundrechte auch das beachten, was andere an Einbußen erleiden könnten durch dieses Vorhaben, also dieses Wochenendhaus. Ich bringe ein weiteres Beispiel. Ich hoffe, auch da wird es dann noch klarer. Wir nehmen nochmal diesen Minarettfall, also den Ruf des Muezzin, der untersagt wird, oder die Nutzung eines Minaretts mit diesem lauten Muezzinruf. Und da haben wir als Rechtsposition auf Seiten dieses Vereins, Artikel 4 Absatz 1 und Absatz 2 Grundgesetz, das hatten wir eben schon mal angesprochen, wo man sich die Frage stellt, ist das so? Ja, gehört das mit zu der Religionsfreiheit und lässt sich sowas überhaupt rechtfertigen? Und dann, ne, wenn Sie das jetzt nochmal so durchdenken, wenn Sie das wirklich sauber prüfen, sind Sie ja im Schutzbereich, sagen, ja, Religionsfreiheit habe ich, ja, ist ein Eingriff, ja, der Schrankenbereich habe ich eigentlich nicht. Das lässt sich nur rechtfertigen über kollidierende Grundrechte Dritter. Da haben Sie es wieder, kollidierende Grundrechte Dritter. Da sind Sie bei der anderen Seite. Jetzt sind Sie beim öffentlichen Interesse und stellen sich nämlich die Frage, habe ich ein kollidierendes Grundrecht eines Dritten? Und das geben die Sachverhalte dann ganz interessant vor. Entweder Artikel 14 kann es sein oder auch die Religionsfreiheit der Nachbarn, die sich das anhören müssen. Also Artikel 4 Absatz 1 Absatz 2 Grundgesetz in der negativen Ausprägung. Ja? Das heißt, ich habe mit gewissen Voraussetzungen das Recht, dass ich nicht belästigt werde mit anderen Religionsausübungen. Ich sage das ganz, ganz vorsichtig, weil das für so einen Minarettruf im Regelfall natürlich nicht gilt, aber dort liegen dann die Probleme. Das heißt, dann müssen Sie wirklich sauber in der Klausur aufmachen, Artikel 4.1 Grundgesetz des Bauherrn auf der einen Seite und Artikel 4.1.2 Grundgesetz auf Seiten der anderen, die sich auf ihre negative Religionsfreiheit berufen. Das Ergebnis kann da zum Beispiel sein, dass sich der Nachbar darauf gar nicht berufen kann. Ja, dass die negative Religionsfreiheit keinen allgemeinen Belästigungsschutz darstellt. Ja, dass man auch durchaus mit anderen Religionen konfrontiert werden muss, dass man es nicht abwehren kann. Und dann ist es eigentlich ganz interessant, auch in dieser Prüfung, wenn Sie jetzt mal auf dieses Schema schauen, dann würden Sie sagen, ich habe eine Rechtsposition auf Seiten des W, also dieses Vereins, das war unser Fall, Artikel 4 Grundgesetz, aber das öffentliche Interesse, das mag auch begründet sein, aber jedenfalls nicht unter Berufung auf Artikel 4 Grundgesetz der Nachbarn. Da fällt also eine Rechtsposition raus. Und das kann dann ja unterschiedliche Folgerungen haben bei der Abwägung des Ganzen. Ja, dass man sagt, es ist, bleibt dann nur so eine allgemeine Belästigung übrig. Das mag vielleicht Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz sein, aber das ist nicht viel und hat nicht das Gewicht wie die Religionsfreiheit des Bauherrn. Gibt eine Zwischenfrage im Chat. Was sind normative Anknüpfungspunkte dafür, dass das Baurecht den schuldrechtlich Berechtigten nicht schützt? Die Frage ist ein bisschen zu weit gestellt. Eben, als ich das eben erwähnt habe, da ging es um die Frage, ob sich der Nachbar auf Artikel 14 Absatz 1 Grundgesetz berufen kann. Ja, Artikel 14 Absatz 1 Grundgesetz
schützt ja das Eigentum im verfassungsrechtlichen Sinn, also vermögenswerte Rechtspositionen, die nach der aktuellen Rechtsordnung im Einzelnen zur ausschließlichen Nutzung zugewiesen sind. Und das haben Sie ja bei einem Mieter nicht. Also darauf bezog sich meine Aussage. Es war eine rein grundrechtliche Aussage. Gut, man kann jetzt beim Besitz anknüpfen, dann hätte man jetzt wieder andere Möglichkeiten. Aber das war eine rein verfassungsrechtliche Aussage, die ich treffen wollte. Die weitere, wenn Ihre Frage weiterzielt, welche Anknüpfungspunkte gibt es dafür, dass das Baurecht den schuldrechtlich Berechtigten nicht schützt? Das sind Aspekte, die Sie finden, zum Beispiel im Bauplanungsrecht. Ja, im Bauplanungsrecht, da gibt es den sogenannten Gebietsgewährleistungsanspruch. Also die Frage, kann ich denn verhindern, dass andere in meinem Wohngebiet, in dem ich Eigentum habe und wohne, dass die da etwas anderes tun außer wohnen, ist mal laut sein. Ja? Und das muss man dann herleiten, sich überlegen, wieso hat man diesen Gebietsgewährleistungsanspruch entwickelt. Ja? Und das ist eine planungsrechtliche Schicksalsgemeinschaft, also eine Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums. Das heißt, jeder, der in diesem Gebiet baut oder Eigentum hat, darf nicht über diese Grenzen dessen hinausgehen, was das Baugesetzbuch und die Baunutzungsverordnung vorgeben. Daraus kann man ableiten, dass man dann auch dinglich berechtigt sein muss und nicht nur schuldrechtlich berechtigt. Ja? Aber das sind so Anknüpfungspunkte. Vergleichbares finden Sie dann auch im Bauordnungsrecht. Und um den Bogen weiterzuschlagen, wenn Sie Nachbarabwehransprüche haben aus dem Emissionsschutzrecht, da sieht es dann wieder anders aus. Ne? Das Emissionsschutzrecht hat andere Zielrichtungen, schützt also Belästigung auch der Gesundheit. Und da kommt es dann auf dingliche Rechtspositionen nicht an. Also sehr, sehr differenziert muss man auf die einzelnen Normen schauen, die Frage dann beantworten. Reicht eine schuldrechtliche Berechtigung oder muss man dinglich berechtigt sein? So, das war jetzt die doppelte Grundrechtsrelevanz. Und wenn ich jetzt nochmal so einen Blick hier drauf werfe und diese Frage nochmal aufgreife, die Sie gestellt hatten, wie ist das mit dieser doppelten Verhältnismäßigkeitsprüfung? Sehen Sie, dass es keine gibt, ja? Es ist keine doppelte Verhältnismäßigkeitsprüfung. Es ist eine, ja? Es bleibt eine einzige Verhältnismäßigkeitsprüfung, auch wenn Grundrechte mit reinspielen, ja? Man liest es manchmal, dass sich die Gliederung so ein bisschen dahin verirren. Ne? Das ist dann unter AAA, hier Rechtsposition auf Seiten des W. Dann prüft jemand dann das Grundrecht, sagt Schutzbereich, Eingriff, Rechtfertigung. Und im Rahmen der Rechtfertigung kommt auf einmal wieder die Verhältnismäßigkeit. Ja, und dann verheddert sich die Klausur komplett. Ne? Dann hat man da irgendwie eine Verhältnismäßigkeit und merkt auf einmal, oh, ich bin aber eigentlich in der Verhältnismäßigkeit, in der einfachrechtlichen Verhältnismäßigkeit. Das geht dann nicht mehr auf. Das wäre eine doppelte Verhältnismäßigkeitsprüfung, die aber ja ohne jeden Ertrag ist. Also das sollte Ihnen nicht unterlaufen. Und so wie ich es Ihnen jetzt hier vorgestellt habe, passiert es eigentlich auch gar nicht. Ja, ich hoffe, es ist gar nicht so schwer, wie es manchmal wirkt mit diesem Ermessen. Und ich hätte noch eine Steigerung dazu. Da können Sie es ganz kontrollieren, ob Sie es jetzt verinnerlicht haben. Es gibt ja nämlich auch noch die Fallvariante des Anspruchs. Ermessen kann auch vorkommen im Rahmen einer Anspruchskonstellation, nämlich, dass jemand eine Anspruchsgrundlage hat, die darauf zielt, dass man einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung hat. Jetzt kann man natürlich schon direkt dicht mal sagen, boah, das noch, ne? Also so völlig abstrakt, aber es ist eigentlich gar nicht so abstrakt und vor allem, es kommt ziemlich oft vor, auch im Examen. Wenn Sie nur mal denken an die gesamten Ansprüche auf bauaufsichtliches Einschreiten. Also das illegale Vorhaben auf dem Nachbargrundstück, wo der Nachbar sich bei der Behörde beschwert und die Behörde sagt, jo, wir schreiten ein oder auch nicht, manchmal nicht, denn sonst wird es kein Fall. Und der Nachbar versucht das jetzt zu erzwingen. Dann ist man ja weg von der Ermächtigungsgrundlage des § 82 Absatz 1 Bauordnung hin zu einer Konstruktion einer Anspruchsgrundlage, nämlich § 82 Absatz 1 Bauordnung in Verbindung mit irgendeiner drittschützenden Norm. Die muss man dann finden. Und in dieser Kombination wird die Ermächtigungsgrundlage des § 82 Bauordnung zu einer Anspruchsgrundlage, aber nur auf ermessensfehlerfreie Entscheidung der Behörde über das Anliegen. Also nicht, also grundsätzlich zumindest nicht ein Anspruch
darauf, dass die Behörde genau das tut, sondern nur, dass sie darüber entscheidet. Wenn wir diese Konstellation haben, brauchen wir die Anspruchsgrundlage, da muss man im Zweifelsfall einiges zu sagen in der Examensklausur. Meistens, wenn es prozessual aufgezogen ist, bereits im Rahmen der Klage- oder Antragsbefugnis, weil Sie dort ja schon klären müssen, was ist denn überhaupt die drittschützende Norm hier. Und im Rahmen der materiellen Prüfung stellen sich die Frage der Anspruchsgrundlage, der formellen und der materiellen Anspruchsvoraussetzung. Zunächst die Tatbestandsmerkmal, egal welcher es ist, also jetzt im Baurecht wäre es dann halt der § 82 Absatz 1 Bauordnung, also dann müsste es um die Errichtung einer baulichen Anlage gehen und den Verstoß gegen eine drittschützende Norm. Meinetwegen gegen § 30 Absatz 1 Baugesetzbuch in Verbindung mit einer Norm der Baunutzungsverordnung, das ist dann der Gebietserhaltungsanspruch, den man hier geltend machen kann. So. Und bei der Rechtsfolge, dann aufpassen, ne? Also gebundener Anspruch ist das meistens da nicht. Es gibt auch gebundene Ansprüche, aber der im Baurecht, der ganz oft vorkommt, ist es halt nicht. Und Sie haben dann einen Anspruch, ermessens fehlerfreie Entscheidung. So. Das ist in der Grundkonstellation eigentlich ziemlich leicht. Sie können zur Behörde gehen und sagen, so, bitte entscheidet mal drüber. In der Examensklausur läuft es jetzt ja anders. Ne? Das heißt, da haben Sie ja, sonst wird es ja kein Fall, den Sie bearbeiten müssten, eine ablehnende Entscheidung. Die Behörde sagt, nö, meine ich. Aus verschiedensten Gründen. Und jetzt haben Sie ja, wenn Sie hier so prüfen, sich das anschauen, Sie haben erkannt, das ist eine Anspruchsgrundlage. Und in formellen Anspruchsvoraussetzungen ist der Antrag an die Behörde, haben Sie auch gestellt. Und materiell brauchen Sie Tatbestandsmerkmale. Und jetzt haben Sie erstellt, jetzt erkannt, das Vorhaben des Nachbarn ist nachbarrechtswidrig, nämlich es verstößt gegen eine drittschützende Norm. Das bedeutet, Sie haben einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung in der Rechtsfolge. Wenn die Behörde jetzt gesagt hat, machen wir aber nicht, stellt sich die Frage, und das muss man auch sprachlich dann auf die Reihe bekommen, ist dieser Anspruch, den man hat, erloschen, weil die Behörde ermessensfehlerfrei darüber entschieden hat? Ja? Das heißt also Anspruch durch Erfüllung erloschen wegen ermessensfehlerfreier Entscheidung. Das ist wie im Zivilrecht. Sie haben einen Anspruch gegen jemanden auf Zahlung von 200 Euro und der erlischt, wenn der andere zahlt, die 200 Euro. Und hier ist es genauso, oder kann es genauso sein. Ja? Sie haben einen Anspruch gegen die Behörde auf ermessensfehlerfreie Entscheidung. Der Anspruch kann erloschen sein, wenn die Behörde darüber korrekt entschieden hat. Und das ist eigentlich alles. Sie müssen nur im Kopf diesen Dreh verstanden haben, denn jetzt kommt das, was wir eben auch schon hatten. Jetzt kommt nämlich die erste Frage, hat es die Behörde überhaupt erkannt? Dass sie da Ermessen ausüben muss. Ja, wenn sie gleich gesagt hat, das muss ich nicht, dann war es das. Ja? Oder sie hat zum Beispiel, das ist auch ganz interessant, die hat die Tatbestandsmerkmale verneint. Ja? Sie hat die liegen nicht vor. Dann hat sie automatisch über die Rechtsfolge nicht entschieden. Ja? Dann ist das ein Ermessensausfall. Im Ermessensfehlgebrauch schauen Sie auch, ob die Behörde alles das eingestellt hat, was man einstellen soll bei solchen Verfügungen. Oder hat sie Unsinn gemacht oder eingestellt? Und bei der Ermessensüberschreitung stellen sich dieselben Fragen des legitimen Ziels, Eigenerforderlichkeit und Angemessenheit. Und in diesem Rahmen sind die Fragen zu klären, wie sieht das denn eigentlich aus, wenn die Behörde erkannt hat, dass nachbarschützende Vorschriften verletzt sind. Ja, dann sind wir wieder bei den kollidierenden Rechtspositionen. Wir haben Artikel 14 Absatz 1 Grundgesetz bezogen auf den Nachbarn und Sie haben Artikel 14 Absatz 1 meinetwegen Grundgesetz zugunsten des Betroffenen, der sich dagegen wehrt. Und müssen jetzt hier die Frage klären, ja, was ist denn die korrekte Entscheidung? Ist der Anspruch wirklich untergegangen? Hat die Behörde hier richtig abgewogen oder hat sie gewisse Punkte nicht korrekt eingestellt? Kann in diesem Rahmen, das haben wir bisher noch gar nicht angesprochen, auch zu diesen Sonderfällen kommen. Nicht, dass Sie sagen, ich hätte es nicht erwähnt, der Ermessensreduktion auf Null. Das gibt es auch, ne? Wenn wir das noch einmal ganz isoliert aufgreifen. Die Ermessensreduktion auf Null bedeutet, dass Sie unter den 1000 Möglichkeiten, die die Behörde hat, zu handeln, nur eine einzige finden, die korrekt sein kann. Eine einzige. Wenn das der Fall ist, dann ist es kein Ermessen mehr.
dann hat sich das Ermessen ja reduziert auf null und dann schnurrt das Ganze wieder zusammen. Dann sind Sie nämlich gar nicht mehr hier bei der ganzen Prüfung mit Ermessensüberschreitung, Verhältnismäßigkeit, denn Sie landen oben bei zweitens, bei der Rechtsfolge, der gebundene Anspruch oder Anspruch vermessen fehlerfreie Entscheidung. Es ist ein gebundener Anspruch. Und das kann bei nachbarschützenden Vorschriften so sein. Ja. Jedenfalls ist es geklärt in diesem Rahmen, dass beim Verstoß gegen nachbarschützende Vorschriften das Ermessen über der einzuschreiten auf null reduziert ist. Also ich muss was tun. Auswahlermessen, da gibt es natürlich unterschiedliche Spielräume. Wie kann man jetzt im Einzelfall dem Drittschutz des Nachbarn Rechnung tragen? So, ich wäre mit dem, was ich vorbereitet habe, in den paar Stichworten durch. Es gibt eine Nachricht im Chat. Oftmals gibt die Behörde ja mehrere Erwägungen an. Soweit eine selbstständig tragende Erwägung ermessensfehlerfrei ist, wird die Ermessensfehlerfreiheit des gesamten VA angenommen, unabhängig von übrigen Ermessensfehlern. Wie stelle ich diese Differenzierung der Gründe und ihre Selbstständigkeit am besten in der Klausur dar? Ja, das ist ein schönes Sonderproblem, was im Examen eingebaut werden kann. Wir können das ganz gut illustrieren beim Ermessensfehlgebrauch zum Beispiel. Ne? Also die Behörde sagt, im Ermessensfehlgebrauch, sie kombiniert zwei Argumente. Das eine ist unsinnig, das andere ist nicht. Ja? Und jetzt haben wir das Problem, dass die Behörde ein unsinniges Argument hat, also was sie nicht einstellen darf, und ein sinnvolles. Und wenn sie jetzt sagt, so, diese beiden Argumente sind für mich so stark, dass ich jetzt hier abreiße, ja, dann gibt es ein kleines Problem. Denn die Behörde hat selbst gesagt, jo, die beiden Argumente sind es für mich und das eine ist nicht tragfähig. Also Schluss daraus, ich nehme das eine Argument raus, also bricht die Ermessensentscheidung zusammen. Ja, das heißt, dort kann das einfließen. Anders allerdings, wenn die Behörde sagt, so, ich habe zwei Erwägungen, die ich anstelle. Jede für mich reicht schon aus. Jetzt nehmen wir diesen etwas skurrilen Fall, dass die Behörde sagt, das Haus ist rot, das gefällt mir schon deswegen. Deswegen reiße ich es ab. Und im Übrigen ist es einsturzgefährdet. Auch deswegen schon reiße ich ab. Ja, ne, dann ist das selbstständig tragend. Dann haben Sie im Rahmen des Ermessensfehlgebrauchs eine Sache rausgekickt und es bleibt aber eine weitere übrig. Ja. Genauso haben Sie es, kann es dargestellt werden im Rahmen der Ermessensüberschreitung, also bei der Angemessenheit, wenn die Behörde unterschiedliche Erwägungen zu erkennen gibt und sagt, es geht um Folgendes, nehmen wir diesen Minarettfeier und sagt, wir untersagen diesen Betrieb dieses Minaretts unter Hinweis auf die negative Religionsfreiheit des Nachbarn. Ja, das ist natürlich schwierig, wenn das sich der Nachbar gar nicht auf die negative Religionsfreiheit berufen kann. Dann bricht dieses Argument weg. Wenn die Behörde kein anderes hat, bricht die Ermessensentscheidung zusammen. Ja? Es sei denn, es gibt ein weiteres selbstständig tragendes Argument, wo die Behörde ihre Sache durchsetzen kann. Ja? Das löst sich in der Praxis relativ schnell auf, weil die Gerichte darauf hinweisen. Ne? Dann wird gesagt, es bestehen Bedenken bezogen auf dieses Argument, wird gleichwohl an der Ermessensentscheidung festgehalten und dann kann die Behörde ja nachtragen. Ja? Sie kann ja 114 Satz 2 VWGO heranziehen und sagen, jo, ne? Also wir bleiben dabei, wir nehmen dieses Argument, das reicht uns alleine schon. Und ich möchte das auch mal zum Anlass nehmen, dass Sie so ein schlechtes Gefühl loswerden bei dieser Ermessensprüfung, denn die Aufhebung einer Ermessensentscheidung durch das Gericht oder in Ihrem Gutachten, wenn Sie zum Ergebnis kommen, jo, Ermessensfehler, heißt ja nur, dass das so nicht ging. Das heißt ja nicht, dass es überhaupt nicht geht. Ja, dass es kann andere Erwägungen geben, die tragfähig sind. Deswegen hatte ich auch eingangs gesagt, wir Richter finden Ermessensfehler ganz praktisch, weil wir ja nur gucken, ob das Ermessen, das getätigt wurde, die Entscheidung trägt. Und wenn das nicht der Fall ist, heben wir die Ermessensentscheidung auf, dann muss die Behörde nochmal rangehen. Ja, dann kann sie es anders machen, kann sie es nochmal machen. Ja. So, aber ich hoffe, ich habe dieses mit den selbstständig tragenden Erwägungen jetzt gut beantworten können. Ja. Also zwei Punkte an zwei Stellen, ich fasse mal ganz zusammen. Entweder beim Ermessensausfall, beim Ermessensfehlgebrauch kann es diskutiert werden, oder auch bei der Ermessensüberschreitung.
Und in der Darstellung ist es wirklich so, dass sie halt Farbe bekennen müssen und sagen, so, hier ist ein Argument, das hat die Behörde benutzt, das geht nicht, ja, das fällt raus, aber ich habe dann mein, ein anderes Argument und das trägt, ja, und das ist dann selbstständig tragend. So. Was weiteres aus dem Chat, wird bei Verwaltungsklausuren immer der legitime Zweck geprüft? Ich dachte, wegen des beschränkten Prüfungsstoffs auf Ermessensfehler ist keine Zweckmäßigkeitserwägung zu machen. Ja, der legitime Zweck, also legitimes Ziel, der wird immer geprüft. Das hat mit der beschränkten Prüfung von Ermessen nichts zu tun und ist auch keine Zweckmäßigkeitserwägung. Legitimes Ziel ist vielleicht auch der bessere Begriff als legitimer Zweck. Also legitimes Ziel heißt allein, dass das Gericht draufschaut, ist die Zielrichtung in Ordnung? Habe ich irgendein öffentliches Interesse oder ein subjektives, privates Interesse, das die Behörde schützen muss, das Ziel dieser Maßnahme ist. Ja? Das müssen Sie festhalten. Und Zweckmäßigkeit bedeutet etwas anderes. Das ist die Frage einer reinen Behördenklausur. Das kann Ihnen auch gestellt werden, dass Sie nämlich als Behörde ja anders als ein Gericht überlegen müssen, wie kann ich auch zu meinem Ergebnis kommen, zum gewünschten Ziel. Ja? Denn ich habe ja mehrere Möglichkeiten. Was ist zweckmäßig? Das haben Sie auch bei, also bei Widerspruchsklausuren. Ja? Auch beim Widerspruch wird ja die Rechtmäßigkeit und die Zweckmäßigkeit des Verwaltungsakts überprüft. Das kann Ihnen auch blühen, wie gesagt, in einer reinen Behördenklausur, nicht bei einer gerichtlichen Kontrolle. Aber das hat hier mit dem legitimen Ziel nicht zu suchen. Das Ziel muss immer legitim sein. Beispiel nur für eine Zweckmäßigkeit. Sie haben unterschiedliche Möglichkeiten bei der Wahl der Mittel. Ja. Das kann die Behörde sagen, so zweckmäßig, ach ja, wir schreiben dem erst noch dreimal. Ja. Oder bei anderen Fragen mit dem Zwangsgeld, ne, wir fangen mit 300 Euro an. Da können auch 1.000 Euro können angemessen sein, ja, aber zweckmäßig halten die erstmal 300 oder 500, wie auch immer. Ja. Da gehen wir nicht rein. Da gehen Sie nicht rein in der Klausur und das Gericht auch nicht. Ja. Also von daher bitte immer den legitimen Zweck prüfen. Ja. Dann, wo wir gerade sind, ich schiebe doch noch etwas nach, denn das legitime Ziel kennen Sie ja auch aus der Grundrechtsprüfung. Ja. Da prüfen Sie das ja genauso, wenn der Gesetzgeber etwas macht und Sie prüfen das am Maßstab der Grundrechte. Auch dort stellt sich zunächst die Frage, ist das ein legitimes Ziel, das der Gesetzgeber verfolgt? Das müssen Sie auch feststellen und setzen da auch nicht eigene Zweckmäßigkeitserwägungen an die Stelle des Gesetzgebers. Und da kennen Sie vielleicht das Stichwort der Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers. Ja? Das gehört da so an diese Stelle. Eine weitere Frage. Wo würden Sie in Ihrem Schema die Frage des Auswahlermessens einbauen, zum Beispiel der Zwangsvollstreckung in Bezug auf die Auswahl des Zwangsmittels und die Voraussetzungen dieses Zwangsmittels? Die Verwaltungsvollstreckung, ja, die prüft man ähnlich. Also es ist jetzt ein bisschen schwierig zu beantworten, weil Ihre Frage auch besondere Vollstreckungsvoraussetzungen jetzt mit reinpackt. Ne? Besondere Vollstreckungsvoraussetzungen sind ja keine Verhältnismäßigkeitsvoraussetzungen oder keine Ermessensvoraussetzungen. Aber wenn ich die Frage allgemein aufgreifen darf, die Frage des Auswahlermessens und des Einschreitermessens, das kommt an mehreren Stellen. Ich würde es gesondert ansprechen, also ich würde nicht trennen zwischen diesen beiden Ermessensarten und dann jeweils einschieben, Ermessensauswahl, Fehlgebrauch und Überschreitung, sondern ich würde das an den einzelnen Stellen machen und zum Beispiel, wenn man Ermessensausfall nimmt, mir die Entscheidung der Behörde daraufhin anschauen, ob sie überhaupt erkannt hat, dass es in ihrem Ermessen steht, einzuschreiten und ob sie erkannt hat, dass sie Ermessen bezogen auf die Auswahl der Mittel hat. Ja? Also beide Komponenten fließen da ein. Und beim Ermessensfehlgebrauch ist es ebenso, ne, dass Sie immer gucken müssen, worauf zielt das Argument der Behörde, überhaupt auf das, den Umstand, ob sie einschreitet oder wie sie einschreitet und Vergleichbares bei der Ermessensüberschreitung. Ja? Also ich würde vorschlagen, dass Sie den Gedanken, ob Sie jetzt beim Auswahlermessen sind, ausdrücklich benennen in der Klausur und dort ansprechen. Kommt auch dahin zu, dass eigentlich das Auswahlermessen immer das Interessantere ist. Ja? Also das Einschreitermessen, das ist meistens gegeben. Also wenn die Voraussetzungen einer Ermächtigungsgrundlage
vorliegen, ja, dann hat die Behörde eigentlich immer das Ermessen kann sie immer einschreiten. Ja? Das ist dann im Regelfall nicht ermessensfehlerhaft. Gilt zum Beispiel jetzt, wenn ich nochmal aufgreifen darf, bei den Drittschutzklagen im Baurecht. Ja? Auch dort ist es klar, wenn Drittschutz eine Norm verletzt, dann ist es im Regelfall nur korrekt, dass die Behörde einschreitet, ja, dass sie sich entscheidet, ich mache das, wie sie einschreitet. Das ist wieder das Auswahlermessen. Eine weitere Frage: Wenn man zum Ergebnis kommt, dass das Ermessen überschritten wurde, dann ist die Rechtsfolge in Anspruch, Ermessensneubescheide, Bescheidung durch die Behörde oder ermessensfehlerfreie Neubescheidung. Ja, das ist, ne, ist synonym. Also, was ist die Rechtsfolge? Wenn das Ermessen überschritten wurde, in dieser Anspruchskonstellation, ja, dann würde es bedeuten, dass ein Bescheidungsurteil ergeht, dass die Behörde verpflichtet wird, über den Antrag des Klägers erneut unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts zu entscheiden. Das ist Paragraph 113 Absatz 5 Satz 2 VwGO. Ja. Das ist also die Anspruchskonstellation. Bei der Eingriffskonstellation, wir haben einen Ermessensfehler, wird die Entscheidung aufgehoben. Ja. Weitere Frage: Sollen in der Angemessenheit die Argumente in der Rechtfertigung der Klägerposition öffentliche Interessen getrennt unter A, B, B geprüft werden oder so pro-kontra-artig? Wie ist vorzugehen, wenn keine konkreten Grundrechtspositionen genannt sind? Also dieses AAA und BBB, ich gehe noch einmal dahin, damit wir das sehen. Also die Frage ist jetzt, macht man das mit AAA und BBB? Ja, es ist Geschmackssache, ob man das so macht. Ich gliedere ja ganz gerne, das werden Sie mitbekommen haben. Und ich finde es für die gedankliche Klarheit ganz gut, dass man das zumindest für sich selber einmal macht. Und ich kann es auch nur ganz dringend empfehlen, denn so einzelne Argumente, die führen oft dazu, dass man den Sachverhalt so auslegt, ja, der A meint aber, dass sein Eigentum gewichtiger sei als das des Nachbarn, und der Nachbarn findet aber, dass die Störungen schon ganz erheblich sind. Ja, in Anbetracht, dass das Haus viel wert ist und ja, die Störung nicht so doll, setzt sich das Eigentum durch. Also sowas liest man dann ganz gerne, also ganz gerne, ja, eigentlich nicht gerne, aber man liest es. Und das ist halt schade, ja. Das ist deswegen schade, weil der eine Schritt fehlt. Welche Rechtsposition ist es denn überhaupt? Geht es um die? Ja, ist es Artikel 14 von, ja, und von daher würde ich Ihnen eigentlich diese Struktur empfehlen, dass Sie dieser Struktur bleiben. Und wenn Sie dann zu einer konkreten Abwägung kommen, meinetwegen unter CCC, ja, dann können Sie einzelne Argumente ja pro-kontra-artig gegeneinander abwägen. Aber auch da kommen Sie nur hin, wenn zum Beispiel ein öffentliches Interesse besteht, eine Grundrechtsposition. Denken Sie an diese negative Religionsfreiheit. Ja, wenn die gar nicht besteht als Grundrechtsposition, können Sie nicht hin und her wägen. Da können Sie nur sagen, ja, die besteht nicht. Ja, und wenn es nichts anderes gibt, dann setzt sich die grundrechtliche Position des Bauherrn durch. Ja. Was die Frage, wenn keine konkreten Grundrechtspositionen genannt sind? Dann denke ich, würde Ihnen wohl eine einfallen im Baurecht, oder? Dafür sind Sie ja da umfassend geschult und können welche erkennen. Also es wird im Baurecht haben Sie ja immer Grundrechtspositionen bezogen auf den Bauherrn und bezogen auf den Nachbarn auch oftmals. Was Sie immer haben, und das können Sie in die Abwägung einstellen, sind im öffentlichen Interesse die einfachrechtlichen Rechtspositionen, die die Behörde zu wahren hat, ja? Das sind ja dann die materiellen Voraussetzungen des Bauplanungsrechts. Ja, die sind für die Behörde bindend und die hat sie hier einzustellen. Ja, das sind dann keine Grundrechtspositionen, aber da geht es ja um den Gesamtbestand der Rechtsordnung, der sich da durchsetzen muss. Da müssen Sie auf den Fall schauen. Ne? Das kann mal sein, dass kein Grundrecht dabei ist. Und dann gucken Sie halt nach anderen Rechtspositionen. Eine Frage. Eine Ermessensreduzierung auf Null kann ja auch durch Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz in Verbindung mit der Selbstbestimmung der Verwaltung gegeben sein. Kann man diese Prüfung dann auch grundrechtlich einkleiden und prüfen, ob die Behörde einen sachlichen Grund, der gegebenenfalls verhältnismäßig sein muss, hat, der die Abweichung rechtfertigt?
Das muss ich jetzt erstmal sacken lassen. Also die Frage ist deswegen ein bisschen, ich kann jetzt mal kurz diese Aufzeichnung hier stoppen. So, jetzt sehe ich den Chat besser. Also, die Selbstbestimmung der Verwaltung, Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz, das ist auch eine Ermessensreduktion auf Null. Das stimmt schon. Allerdings ist das ja eine Konstellation im Rahmen einer Anspruchsklausur, ne? Also die Selbstbindung der Verwaltung, also der Anspruch auf Gleichbehandlung aus einer geübten Verwaltungspraxis, das ist ja ein Anspruch. Ja, das ist also, müssen Sie also aufpassen, dass Sie das nicht in einer Eingriffsklausur so prüfen. Das will ich Ihnen nicht unterstellen, ne, dass Sie das hiermit wollen, sagen wollten. Ich wollte es nur einmal ansprechen, diese Punkte. Und das ist also eine Rechtsfolge eines Anspruchs zu prüfen. Kann man diese Prüfung auch grundrechtlich einkleiden und die Behörde einen sachlichen Grund hatte, der die Abweichung rechtfertigt. Ja, das geht. Ne? Also wenn man jetzt wirklich das mal ganz so durchzieht, so wie Sie es jetzt hier unterbreiten, haben Sie eine Anspruchsgrundlage, Artikel 3.1 Grundgesetz in Verbindung mit Selbstbestimmung der Verwaltung. Und das können Sie grundrechtlich einkleiden. Im Sinne haben wir eine Verwaltungspraxis, ne? Also eine Gleichbehandlung gleicher Sachverhalte. Und kommt die Behörde davon runter, ja, kann sie diese Ungleichbehandlung im konkreten Fall sachlich rechtfertigen. Ja, das ist ein grundrechtlicher Aufbau. Ja, langen Schlenker gemacht, aber ich hoffe, ich habe Ihre Frage beantwortet. Weitere Frage: Macht es aus Ihrer Sicht Sinn, die Ermessensprüfung bzw. die Begründetheitsprüfung zuerst zu prüfen und dann die Zulässigkeitsprüfung aus Zeitgründen? Nein. Ich würde es auf keinen Fall machen. Nein, nein. Never. Die Zulässigkeitsprüfung ist meistens leichter. Das heißt, Sie vergeben sich unnötig Punkte, wenn Sie das nicht machen. Und was noch viel wichtiger ist, Sie brauchen in der Zulässigkeitsprüfung schon einige Aspekte, die in der Begründetheitsprüfung wieder auftauchen. Ja? Das heißt, das ist etwas schwierig darzustellen. Also ich nehme so das Beispiel, Sie haben die Verletzung einer Brandschutznorm, um die es geht. Ja? Das prüfen Sie in der Begründetheit. Die ganzen Fragen, ob etwas brandschützend ist, ist allerdings bereits zwingend im Rahmen der Antragsbefugnis, im Rahmen der Zulässigkeit zu prüfen. Also geht das nicht auf. Ne? Und die Ermessensprüfung isoliert können Sie auch überhaupt nicht prüfen. Auch das funktioniert nicht, weil Sie vorher gar nicht wissen, welche Rechtsgüter beteiligt sind. Ja? Also das ist ja letztlich die Conclusio der Ermessensprüfung, dass Sie erkannt haben, die Tatbestandsvoraussetzungen für das wörtliche Eingreifen liegen vor. Und stellt sich dann die Frage, muss die Behörde etwas bedenken im Rahmen der Ermessensbetätigung? Auch das können Sie nicht normfrei beantworten. Das führt dann zu so Klausuren, dass dann halt nur steht, ja, der A trägt vor, das sei so, die Behörde meint aber, das sei anders. Bei wertender Betrachtung ist der Auffassung des B Vorzug zu geben. Ne? Also dann haben Sie oftmals keine andere Möglichkeit, als so zu argumentieren. Und da bekommen Sie nicht viele Punkte für, ne? Das funktioniert so nicht. Ja? Also bitte nicht machen. Also die Frage war, Ermessensprüfung oder Begründungsprüfung vorziehen. Ne? Nochmal die Frage, können Sie nochmal erklären, was genau gemeint ist, dass der Anspruch durch Erfüllung erloschen sein könnte wegen ermessensfehlerfreier Entscheidung? Bei einer gebundenen Entscheidung wird doch eigentlich kein Ermessen geprüft. Ja, das stimmt, das ist richtig. Wenn der Anspruch gebunden ist, stelle ich die Frage auch nicht. Beispiel, jemand möchte den Erlass eines begünstigten Verwaltungsaktes über 1.000 Euro. Ja, dann prüfe ich die Tatbestandsmerkmale der Anspruchsnorm. Und wenn die vorliegen, ist die Rechtsfolge 1.000 Euro. Ja. Es kann natürlich dann sein, dass der erloschen ist, dass die Behörde schon den Bescheid erlassen hat. Ja. Das könnte passieren. Das passiert sogar manchmal. Das ist eine Konstellation, die man auch im Examen abrufen könnte. Also jemand stellt diesen Antrag, hätte gerne 1.000 Euro bewilligt bekommen und die Behörde bewilligt dann die 1.000 Euro. Dann sind Sie im Bereich einer Fortsetzungsfeststellungsklage, ja, weil Erledigung eingetreten ist, ja, durch Erfüllung. Dann haben Sie wieder das Ganze. Das andere, was ich vorhin meinte, der Anspruch erlischt durch ermessensfehlerfreie Entscheidung, der bezieht sich allein auf die Konstellation, dass mein Anspruch schon darauf gerichtet ist, allein auf
ermessensfehlerfreie Entscheidung. Bestes Beispiel, beaufsichtliches Einschreiten bei Nachbarverstößen. Ja. Dann habe ich diesen Anspruch, wenn die Voraussetzungen vorliegen, also Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften und der andere ist verantwortlich, habe ich den Anspruch gegenüber der Behörde, dass diese einschreitet. Und wenn die Behörde das richtig überlegt hat, ob sie einschreitet und wie sie einschreitet, dann ist mein Anspruch erloschen. Wird also die Klage abgewiesen. Vielleicht mit einer kleinen weiteren Konstellation, damit es noch deutlicher wird. Es gibt ein baurechtswidriges Nachbarvorhaben. Das heißt, die machen eine Aufschüttung einer Grundstücksgrenze, die Nachbarn, und sie wehren sich dagegen. Und die Behörde sagt, ja, stimmt, das geht überhaupt nicht, kann man nicht aufschütten. Und die Behörde gibt den Nachbarn auf, diese Aufschüttung 2 Meter zurückzubauen. Jetzt gucken Sie ins Gesetz und da steht aber drin, solche Anlagen müssen 3 Meter Abstand halten. Ja, dann können Sie Klage erheben und würde die Behörde ja auch sagen, ja klar, es ist nachbarrechtswidrig. Ja, das haben wir selber erkannt, wir sind ja eingeschritten. Dann sagen Sie aber ja, eingeschritten schon, aber nicht ausreichend. Ja. Eure Ermessenserwägungen waren nicht ausreichend, weil Sie ja, hier den Baurechtsverstoß gar nicht beseitigen oder nicht ausreichend beseitigen. Ihr müsst noch einen weiteren Meter zurückbauen. Ja, diese Konstellation gibt es. Oder das ist auch anerkannt, dass man sagt, bei solchen Nachbarrechtsverstößen muss die Behörde auch überlegen, ob sie das mit Zwangsmitteln durchsetzt. Ja, sonst wäre es ja simpel, dass die Behörde eine Verfügung erlässt. Der Nachbar, ja, der falsch gebaut hat, den juckt das aber gar nicht. Sagt die Behörde, ja, nicht mein Problem, ich habe ja die Verfügung erlassen. Da kann man auch sagen, nee, also du musst jetzt im Rahmen dieses Anspruchs auf ermessensfehlerfreie Entscheidung auch überprüfen, ob du das irgendwie durchsetzt und mit welchen Mitteln du das effektiv durchsetzt. Wenn die Behörde das nicht tut, ist der Anspruch nicht erloschen, auch wenn die Behörde schon was gemacht hat. Ne? Sie hat halt nicht ausreichend gehandelt. Ja, das war die Antwort auf die Frage, wie erlöschen Ansprüche auf ermessensfehlerfreie Entscheidung. Das ist ja, klingt ja auch alles ein bisschen kompliziert, ne, mit dem Erlöschen von solchen Ansprüchen. Aber ich finde immer, wenn man sich das klar macht von der Struktur her, wie das funktioniert bei dem Ermessen und diesen Ansprüchen, dann kann man das auch viel sauberer prüfen mit den Ermessensfehlern. Da merkt man nämlich, es ist genau dasselbe. Ja? Wenn die Behörde das richtig macht, dann erlischt dieser Anspruch. Und bei anderen Sachen, wenn sie einschreitet mir gegenüber, dann gucke ich einfach drauf, hat sie alles richtig gemacht. Und wenn nicht, dann wird diese Maßnahme aufgehoben. Ja, ich habe, so wie ich das jetzt sehe, alle Fragen im Chat durch. Ich bedanke mich bei Ihnen für das rege Interesse und dass Sie so nachgefragt haben. Ich hoffe, ich habe der Verhältnismäßigkeit und dem Ermessen so ein bisschen den Schrecken nehmen können. Und meine nächste Frage wäre an Sie jetzt, wie sieht es aus? Besteht Interesse an weiteren Veranstaltungen? Falls ja, dann schreiben Sie die Anregung in den Chat, was Sie gerne mal hören würden. Und ich würde es mir mal anschauen, ob ich dazu was sagen kann. Steht schon was einmal im Chat. Könnten Sie ja Webinar auf das Polizeirecht ausrichten, insbesondere Vollstreckung und Kostenbescheid? Ja, das geht ja richtig schön deftig ins materielle Verwaltungsrecht. Aber warum nicht, wenn der Wunsch so besteht, gucke ich mir das gerne einmal an. Und 48, 49 VWVFG sehe ich auch noch als weitere Anregung. Ja, es liegt an Ihnen. Schreiben Sie das rein, was Ihnen da auf der Seele brennt. Ich greife es gerne auf. Ja. Dann, was haben wir jetzt noch gerne? Mein Vorschlag, öffentlich-rechtlicher Vertrag. Das habe ich im letzten Webinar auch schon gelesen, den öffentlich-rechtlichen Vertrag. Der hat natürlich auch so ein bisschen in sich mit den Andeutungen zum Reiserecht des BGB. Ja, ja, da gibt es eine ganz schöne Examensklausur, falls Sie wollen, kann man das mal machen. Oder allgemeine Fragen zum Examen. Also wie schlachte ich so eine Examensklausur eigentlich richtig aus? Ne? Also wie erkenne ich das denn, was der Korrektor hören will? Ja. Es kommen noch ein paar Sachen im Chat, die gehen alle nicht verloren. Ich gucke mir das alles an und überlege mal, was man daraus machen kann. Ja, mein Dank gilt Ihnen, dass Sie so fleißig mitgearbeitet haben und hier Fragen gestellt haben. Und ich hoffe sehr, dass es Ihnen was bringt für die Bewältigung der nächsten Klausur zum Ermessen, die ganz bestimmt kommt. Ja, der Chat läuft noch eine ganze Zeit lang weiter. Wenn Ihnen was einfällt, schreiben Sie es gerne rein, Anregungen, Anmerkungen.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und vielleicht bis bald. Tschüss.